komme an die Reichenbachschule. Und werde Lehrer für Englisch oder Mathematik. Heute beschulen wir hier an unserer Schule 320 Schüler. Momentan unterrichtet von 20 Stammlehrern, die hier an der Schule tätig sind. Gemeinschaft, Berufung, Spaß, Freunde, Tradition, Vielfalt. Dass unsere Schüler ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Lehrern haben, vielfältige Veranstaltungen hier stattfinden. Wir führen ein Schulfasching durch, wir führen jedes Jahr einen Tag der offenen Tür durch. Wir haben Schulfeste, wo ganz viele ehemalige Schüler kommen. Es ist einfach eine Gemeinschaft. Dass wir auch aufs Berufsleben vorbereiten werden, wir haben viele Praktikas. Bis zum Bewerbungsschreiben werden wir immer gut vorbereitet und auch dabei gut unterstützt durch die Lehrer. Das Beste an der Schule sind tatsächlich die Schüler, die bunt gemischt durch die Flure gehen, die bunt gemischt aufeinander zugehen und die bunt gemischt Unterricht erleben. Flexibilität. Abwechslung. Durchsetzungskraft. Einfühlungsvermögen. Offenheit. Leidenschaft. Der Lehrer sollte nicht zu streng sein, denn Schule soll immer noch Spaß machen und die Schüler sollten gerne hingehen. Den Beruf nicht nur als Beruf sehen, sondern auch als Berufung. Mit Leidenschaft bei der Sache. Sollte mit neuen Ideen kommen, um frischen Wind auch in unser Kollegium zu bringen. Offen sein für das Kollegium, für die Schüler. Er sollte Kinder gern haben. Er sollte Spaß verstehen. Er sollte aber auch durchsetzungsfähig sein. Stadtwald, Inselzoo, Teich, Schloss, Stadtbild, Parks, Buckelkuchen. Wenn man von fast jeder Seite nach Altenburg hineinfährt, sieht man ein tolles Stadtbild. Man sieht viel Wald, man sieht eine ganze Menge Türme. Unser Schloss, die roten Spitzen, viele gemütliche kleine Gaststätten. Wir haben unseren großen Teich halt ringsherum mit vielen Parks und auf dem großen Teich sozusagen haben wir einen kleinen Inselzoo, wo man gerne hingehen kann, klein und gemütlich. Wer uns hier unterstützen möchte und in das schöne Altenburg kommen möchte, sollte das tun. Wir würden uns freuen.